möchte euch jetzt nochmal mitnehmen, gerade in Bezug jetzt auch auf das Wochenende. Es ist zweiter Advent. Es ist einfach auch Wochenende, wo ich mir so wünsche, dass wir auch Zeit nehmen, Zeit finden, um uns auf den Herrn zu konzentrieren, um uns wirklich in seine Gegenwart zu begeben. Und ich habe dazu, das hast du vielleicht in der Vorankündigung schon bemerkt, ich möchte sprechen über den Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Und so gehen diese Proklamationen von diesem Psalm 91 ja weiter. Ihr kennt den alle. Ihr habt den sehr oft schon gelesen. Und es ist der große Psalm von dem Sitzen und dem Bleiben und der Bedeckung durch den Herrn. Und wir wollen uns nur ein paar Worte davon anschauen. Eigentlich nur die ersten beiden Verse. Denn dieser Psalm ging tatsächlich zu Beginn der Krise im März, April, ging der tatsächlich rund um die Welt. Ich hatte den auch, ich glaube so Ende März, in einer Gebetszeit so drängend aufs Herz bekommen von Gott, dass ich mich da lange mit beschäftigt habe. Und dann habe ich bemerkt, überall wurde uns dieser Psalm zugeschickt und wir wurden damit ermutigt und wir haben gelesen, hey, ich habe den Psalm geschickt bekommen, ich habe einen Brief geschickt bekommen, jemand hat mir das zugesprochen und das ist tatsächlich eine, wie ich sage, eine Bewegung Gottes gewesen für sein Volk als eine Grundermutigung. Etwas, wo er uns sagen wollte, hey, bleib bei mir, bleib unter diesem Schirm, komm unter diesen Schirm, bleib bei mir, bleib sitzen, geh nicht weg, schaffe diesen Raum zwischen dir und mir, dass du darin bleibst und geborgen bist. Als diese Krise begann, wurde er wirklich zur Stärkung, wie kaum ein anderes Wort wurde er weitergegeben. Und wie das bei Gottes Wort ist, es hat Kraft, immer. Es hatte diese Kraft, als es geschrieben wurde, als es in den ganzen Berichten, in den Geschichten passiert ist. Es hatte die gleiche Kraft und die Kraft ist heute nicht weniger. Und wir wollen uns üben, in diesem Wort nachzulesen, nachzusinnen, reinzugraben, nicht oberflächlich drüber wegzugehen, denn ihr wisst es alle, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Wir brauchen etwas, wo wir uns festhalten können, wo wir auf diesem Felsen stehen, wo wir drauf sitzen und sagen, da gehe ich nicht mehr weg. Das ist mein Platz. Und ich habe dann auch gestern, wo ich über diesen Psalm nachgedacht habe, mir fiel nochmal ein der Hebräerbrief, in dem Hebräerbrief 11, da wird über die Helden des Glaubens gesprochen. Diese großen Taten der Glaubenshelden, diese erstaunlichen Dinge, die sie erreicht haben. Aber weißt du, die hatten keine Bibel. Die hatten nicht das Wort Gottes aufgeschrieben. Und sie wussten nicht, wie ihre Situation, wie ihre Bedrängnis, wie ihre Lebenssituation ausgehen wird. Sie wussten es nicht, aber sie haben da drin gestanden und sie haben diese Verheißungen, die sie von Gott gehört haben, mit diesen erleuchteten Augen des Herzens, die haben sie festgehalten, weil sie wussten eigentlich gar nicht, was noch anderes sein kann. Sie mussten da dranbleiben, um da durchzugehen. Denken wir an Mose, der das Volk aus der Bedrängnis herausführte, an Abraham, diesen großen Glaubenshelden mit Sarah, mit diesem fortgeschrittenen Alter noch einen Sohn zu bekommen.
Denken wir an David, diesen Riesenbezwinger, an Noah, den Archebauer, an all die Leute, die uns da auch im Hebräerbrief wie Lichter entgegenleuchten. Und der Herr sagt, schau sie dir an. Sie wussten nicht, wie das ausgehen wird. Aber du kannst an ihrem Beispiel sehen, du kannst an diesem Beispiel lernen, dran zu bleiben, zu glauben, dem prophetischen Wort zu vertrauen, dem Wort, was ich dir sage, zu vertrauen und mit mir durch deine Situation zu gehen. Auch sie hatten Entbehrungen, auch sie mussten Spott ertragen, auch sie haben gegen Giganten gekämpft. Vielleicht kämpfst du in deiner Familie, in deinem Leben, in deiner Situation einfach gegen Riesen, gegen Giganten, die dir genau vor der Nase stehen und du sagst, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Genau so haben sie auch da gestanden und sie mussten diese Feinde überwältigen. Auch die Feinde von Enttäuschung, Entmutigung, Dingen, die sie nicht gesehen haben und trotzdem haben sie überwunden. Sie sind die Vorläufer, sie sind die Glaubenshelden, die uns heute anfeuern. Diese Wolke der Zeugen, denk dran, die Wolke der Zeugen. Martin sagt manchmal, hey, die Wolke der Zeugen, die hängen quasi an der Reling und sie feuern unseren Lauf an und sie sagen, lauf, 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 gib nicht auf, bleib nicht stehen, bleib nicht irgendwo auf deinem Glaubensweg hängen, bieg nicht irgendwo ab, sondern bleib dran an dem, was ich dir sage. Lass dich nicht vom Feind entmutigen. Lass dich nicht zum Aufgeben bringen durch Gedanken oder durch die Dinge, die du erwartet hast und die noch nicht so hervorgekommen sind. Oder dass die Dinge von dem, was du noch nicht gesehen hast, einfach erstickt werden und das Wort Gottes kann sich nicht mehr in seiner Kraft in dem Ganzen entwickeln. Gib Enttäuschung niemals Raum. Mach dein Herz zu vor Enttäuschung und sag nicht, oh, ich bin so enttäuscht von Gott, weil er hat das und das und das und das nicht in meinem Leben getan. Verwandle die Dinge in eine Proklamation und sag, Herr, du wirst mich durchbringen. Du wirst genau mit mir meinen Weg gehen, meinen Weg laufen, so wie die Glaubenshelden vorangelaufen sind. Du feuerst mich an und du willst, dass ich vorankomme und ich will dir folgen und ich entschließe mich, deinem Wort zu vertrauen und deinem Wort zu glauben und ich entschließe mich, weiterzulaufen. Das, worüber wir jetzt noch mal kurz nachdenken wollen, soll dich wirklich erinnern an diese Glaubenshelden und an das Überwinden von Misslichkeiten, von Sorgen, von dieser Angst und von diesen negativen Erwartungen. Die Zeit, in der wir jetzt hier sind, die ist geprägt von all diesen Dingen. Rein äußerlich, rein gesellschaftlich, rein soziologisch, alles um uns herum spricht von diesen negativen Dingen. Es ist sehr schwierig geworden, eine freudige, wie soll ich sagen, man findet auf der Straße kaum Leute, die noch lachen oder die einfach so ein freundliches Lachen haben. Ich meine, durch die Maske sieht man sowieso nicht so viel, aber man merkt es, man konzentriert sich jetzt viel mehr auf die Augen und man sieht manchmal einen freundlichen, hoffnungsvollen Blick. Aber die Grundausrichtung im Moment ist sehr, sehr bedrängend. Und viele haben Bedenken, wie sie Weihnachten feiern, wie sie in das neue Jahr reingehen. Und ich möchte mit uns wirklich nochmal auf diesen Psalm 91 schauen. Interessanterweise kam in dieser Woche, hatten wir zweimal Besuch und jedes Mal haben wir ausführlich über diesen Psalm gesprochen, obwohl ich nicht gesagt habe, dass ich
darüber heute nochmal mit euch nachdenken möchte. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eine coole Bestätigung von Gott, dass ich da auch richtig bin. So, dieser Psalm spricht von einem ganz besonderen Wort, was du aus dem Alltag kennst. Und zwar ist dieses Wort, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Also in diesem Raum mit Gott, in diesem mit Gott Zusammensein sitzt. Und dann habe ich über dieses Wort ein bisschen gelesen. Es gibt ja über jedes Wort kannst du Synonyme finden. Du brauchst das nur im Internet einzugeben, dann wirst du ganz viele Dinge bekommen zu einem bestimmten Wort. Und ich möchte dich da auch sehr ermutigen, wenn du mit deiner Bibel da sitzt und mit deinem Heft vielleicht schreibst, dann lass dir doch diese besonderen Worte oder diese einfachen Worte, je nachdem, wie es eben ist, lasse dir doch durch den Kopf gehen. Forsch doch mal nach, was hat das Wort sitzen denn damit zu tun, dass ich unter diesem Schirm Gottes bleibe und sitze und warte und mich ausruhe oder lese oder bete. Was ist dieses Wort sitzen? Und dieses Wort bedeutet nicht mehr weggehen. Wenn du mit Gott eine Zeit verbringst, wenn du mit ihm zusammen bist, wenn du mit deiner Bibel und ihm eine Zeit gemeinsam hast, dann geh nicht gleich wieder weg. Dieses Wort heißt auch, nichts anderes mehr tun. Weißt du, ich weiß das auch, wie das funktioniert. So wie ich mich hinsetze mit meiner Bibel oder lesen will oder diese Zeit mit Gott haben will, mit Sicherheit fallen mir gleich 10 Sachen ein, die viel, viel, viel wichtiger eigentlich jetzt wären und die ich jetzt ja eigentlich tun müsste. Dieses Wort sitzen heißt auch, sich entziehen, sich von anderen Dingen, von Gedanken, von Vorhaben wegzuziehen, sich selber zurückzuziehen in diese Zeit mit Gott. Es heißt auch ruhen, ausruhen, anlehnen, sich niederlassen. Das ist etwas, was wir ganz, ganz dringend brauchen, gerade unter der Bedrängnis, die im Moment so im Land ist, gerade unter dem, dass wir feststellen, dass wir mit Angstgedanken, Sorgengedanken, wie soll das mit den Kindern werden? Wir sind da attackiert und wir brauchen dieses Anlehnen an ihn. Wir brauchen dieses Ruhen in ihm, dieses Ausruhen, einfach unser Geist, unsere Seele, unsere Psyche, unser Körper kommt in seiner Gegenwart zur Ruhe. Es heißt auch, dieses Wort sitzen, es sich bequem machen und in Ordnung, Entschuldigung, es heißt in Ordnung sein oder nichts ändern, im Moment nichts verändern. Im Neuen Testament, das wisst ihr, gibt es ja diese Geschichte, die uns von Maria berichtet wird. Der Maria kommt zu Jesus oder in das Haus von Maria und Martha kommt Jesus. Und Maria setzt sich zu seinen Füßen, sie nimmt zu seinen Füßen Platz, um ihm zuzuhören. Und ihre Schwester Martha, die mag das nicht. Sie konnte nicht dieses Anlehnen, dieses Ausruhen, dieses ihn anschauen, dieses Sitzen bleiben. Das konnte sie nicht machen. In diese Ruhe konnte sie sich einfach nicht integrieren. Für sie war alles andere wichtiger, viel, viel wichtiger als genau das. Ihre Prioritäten waren einfach anders ausgerichtet. So würden wir das heute sagen. Und es heißt, und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmert's dich denn nicht, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Aber eins
ist Not. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Sorge und Unruhe versuchen uns immer von diesem Platz unter diesem Schirm, unter dieser Bedeckung wegzuziehen. Sorge und Unruhe, die Arbeit, das Handy, die Verbindlichkeiten. Es gibt so viele Gründe, auch gute Gründe. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn man dann seine Hausarbeit gut macht. Nein, im Gegenteil. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in den Ordnungen auch im täglichen Leben integriert sind. Aber es muss in dem richtigen Setting sein, in dem richtigen Verhältnis stehen und in der richtigen Art und Weise mit dem Herrn passieren. Das Problem ist immer, welche Priorität habe ich, wenn es darum geht, dass wir dieses eine, von dem Jesus spricht, dass wir das haben sollen. Er möchte, dass wir aus diesem einen, aus diesem eins tut dir gut, aus diesem hey, ich weiß, was gut für dich ist, was jetzt in deiner Situation genau das Richtige ist, das Notwendige ist. Ich weiß, dass deine Not in dem Bereich mit dir und mir gewendet werden kann. In dem Bereich, wenn du mit mir zusammen bist, wenn du zu meinen Füßen bist. Ich weiß, wie ich deine Not in deinem Herzen, deine Angst, deine Sorge, deine Befürchtung, wie ich sie wenden kann. Bleib bei mir, bleib. Ich will dir Gutes tun. Ich will, dass du Kraft schöpfst. Ich will, dass du deine Sorgen bei mir ablädst. Ich will, dass du dich einfach bei mir ausruhst, dass du Zeit mit mir verbringst. Ich möchte fröhlich mit dir sein. Weißt du, die meisten Leute können sich als Christen gar nicht vorstellen, dass sie mit Jesus einfach so lachen. Sie können sich nicht vorstellen, dass es was fröhlich-freudiges ist, sondern es geht immer so um so was ganz Ernstes und ich muss dabei Gott ganz korrekt beten und dann muss ich auch die richtigen Worte haben und all diese Dinge. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass es eine fröhliche, zuversichtliche, vertrauensvolle Sache ist, mit dem Herrn zusammen zu sein. Und dass wir hören können, was er uns an Anweisungen gibt, damit wir die nächsten Tage und die Wochen und die Monate gut bestehen können. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Raum bleiben, in diesem bedeckten, in diesem überdeckten Raum mit dem Herrn. Er hat immer einen guten Rat, immer ein gutes Wort. Manchmal tröstet er einen nur. Manchmal drückt man sich einfach nur an ihn und manchmal weint man. Das ist wirklich so. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Jesus selbst hat uns im Neuen Testament in Matthäus 14 ein Vorbild gegeben, wie er mit seinem Vater Zeit verbracht hat. Da heißt es, dass er zu bestimmten Zeiten gebetet hat, dass er bestimmte Zeiten mit Gott, mit seinem Vater zusammen war. Da lesen wir in dem Matthäus 14 ab Vers 22, sofort danach, also er hatte gepredigt zu vielen Leuten und sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Und als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Weißt du, für Jesus war das nicht eine Sache von, Vater, du weißt ja, ich bin mit dir unterwegs und ich habe auch verstanden, was ich machen soll und alles gut und ich muss jetzt schnell wieder weg, die Menschen warten auf mich. Nein, es heißt hier explizit, dass er am Tag, als die mit dem Boot noch ans andere Ufer gefahren sind, dass er geblieben ist im Gebet, bis es dunkel wurde. Es wurde schon dunkel und er war immer noch allein dort oben.
Er, der geliebte Sohn, auf dem Gottes Wohlgefallen ruhte, er selber hatte es nötig und er selber verwendete Zeit darauf, um mit dem Vater im Himmel einen Austausch zu haben. In Markus 1, Vers 35 bis 37, da lesen wir sogar, dass seine Jünger ihn gesucht haben, weil er wieder eine Zeit genommen hatte, wo er mit dem Vater im Himmel gesprochen hat. Und da heißt es, am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Weißt du, manchmal brauchst du diese einsamen Zeiten, da wo dich nicht die Familie oder wer auch immer erreichen kann, wo nicht die Aufgaben nach dir greifen, der Job, die ganzen Dinge, die Ängste, die Sorgen, das sind ja auch alles Dinge, die versuchen, dich aus dieser einsamen Zweisamkeit mit dem Herrn herauszuziehen. Am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen und als sie ihn gefunden hatten, sagten zu ihm, alle fragen nach dir. Ja, das war so. Die Menschen kamen, weil sie Jesus hören wollten. Sie wollten sehen, wie Kranke wieder gesund werden. Sie wollten alle diese Wunder sehen. Sie wollten hören, was Jesus über das Reich Gottes predigt. Sie wollten einfach Zeit mit ihm auch zusammen haben. Aber ich glaube, dass Jesus genau wusste, wenn er diese einsamen Zeiten mit dem Vater im Himmel, diese Instruktionszeiten, diese Erholungszeiten, dieses Ruhen in ihm, dieses Sitzenbleiben in ihm, wenn er das nicht hat, wird er den Menschen nicht dienen können. Wenn wir keine Zeit mit dem Herrn haben, können wir nichts weitergeben, was er uns nicht gegeben hat. Man kann schlaue Bücher lesen, ich könnte euch ein Buch vorlesen, aber es wäre nicht das Gleiche. Es lebt nur dann, wenn ich eine Zeit mit Gott verbracht habe, wenn ich mit ihm zusammen bin, wenn ich höre, was der Heilige Geist mir sagt, dann kann es zu einem guten Austausch kommen. Da waren die Menschen, die Berufungen, all das. Aber Jesus wusste, ich brauche diese Zweisamkeit, diese Einsamkeit, dieses Gebet und diesen Austausch mit dem Herrn. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das war dieses eine Wort, was mir sehr wichtig war, dass wir das nicht aus dem Gedächtnis verlieren. Das zweite Wort heißt bleiben, denn es geht ja weiter und wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und dieses Wort bleiben, das habe ich genauso wieder nachgeforscht, da die Bedeutung davon ist anhaltend. Also nicht sofort weg, sondern anhaltend bleiben. Lang andauernd, das ist das, was wir vorhin bei Jesus gesehen haben. Es dauerte lange, wie er mit seinem Vater in dieser Beziehung gewesen ist. Es bedeutet unaufhörlich. Bleiben heißt unaufhörlich. Wir bleiben unaufhörlich in diesem Gespräch, in dieser Beziehung mit Jesus. Unablässig, ununterbrochen, konstant, ohne Unterbrechung, ohne Ende, nie endend. Weißt du, die Beziehung zu Jesus, die darf einfach nicht zu Ende gehen. Egal, was um uns herum an Erschütterungen kommen mag, egal, was um uns herum in der gesellschaftlichen, politischen, sonst welchen Dingen passiert, dieses Bleiben muss anhaltend, fortdauernd, nie endend sein, für immer. Als du dein Leben Jesus gegeben hast, erinnere dich mal kurz dran, an diesen Augenblick, da hast du wahrscheinlich gedacht, ich gehe nie wieder von ihm weg. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich halte ihn fest. Fest ist auch ein Teil dieses Wortes bleiben. Es heißt unangreifbar, unveränderlich. Wenn du in diesem Schutzraum bist mit dem Herrn, dann wirst du unangreifbar. Dann bist du in ihm, in seiner Herrlichkeit, in seinem Schutz. Da bist du geborgen. Und es heißt sogar, dieses Wort bleiben heißt sogar unsterblich und ewig.
Das ist unser Fokus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, schon hier und jetzt und auch in alle Ewigkeit. Und genau um diese Dinge, um dieses Bleiben und um dieses Sitzen in ihm, in diesem verborgenen Ort, genau darum gibt es einen Kampf. Diese Forderungen des Lebens, die Aufgaben, die vielen wichtigen Termine und dann immer nur der kleine Schluck aus dem Wort Gottes. Vielleicht schnell mal eben die Losung überflogen und das muss jetzt eben heute auch mal reichen. Du wirst wenn du das lange so machst, wirst du merken, dass dir Substanz, Glaubenssubstanz verloren geht. Es gibt einen, der wird immer versuchen, dir diesen Platz unter diesem Schirm und unter diesem Schatten, es gibt ja diese beiden Auslegungen, der wird dir das streitig machen wollen. Der Feind wird alles aufbieten, um uns Dinge vorzulegen, die wir als alles wichtiger betrachten, als das Bleiben unter diesem Schatten. Und er wird auch versuchen, unsere Sünde, unsere Verfehlungen, unsere Ungerechtigkeiten, unsere Misslichkeiten, unsere scharfen Worte, unsere ganze negative Art und Weise der letzten zwei Tage oder einen Tag oder wie auch immer, er wird immer versuchen, diese Schuld und diese Unwürdigkeit vor uns zu stellen. Er stellt sie vor uns, dass wir aus dieser Gegenwart, aus dieser Geborgenheit herausgehen. Und er will uns aus dieser Bedeckung, aus diesem Shalom herausholen. Er will nichts weniger, als dass wir in diesem Shalom sind. In Johannes 6 wird uns davon berichtet, dass das Bleiben bei Jesus für manchen zu einer echten Herausforderung wurde. Und es musste zu einer Entscheidung kommen. Eine Entscheidung ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir uns in diese Beziehung, in diesen Raum mit Jesus hineinbewegen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Jetzt will ich mit Jesus zusammen sein. Jetzt will ich mit meinem Herrn sprechen. Jetzt will ich in dieser Beziehung leben. Das ist eine normale Beziehung, die ich mit meinem Ehemann oder mit meinen Kindern habe. Die ist geprägt davon, dass ich Zeit mit ihnen verbringe, dass ich mit ihnen esse, dass wir Austausch haben. Alle diese Dinge. In Johannes 6 wird davon berichtet, dass es eben auch sein kann, dass es eine Entscheidung ist und dass es etwas kostet. Als Jesus in der Synagoge in Kapernaum lehrt, da spricht er davon, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Und er sagt diesen besonderen Satz, und das ist ja das, was wir auch im Verständnis unseres Abendmahls oft als Grundlage haben. Johannes 6, 63. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt bei mir und ich in ihm. Das muss wohl das Herausforderndste gewesen sein für die, die ihm zugehört haben. Und Jesus merkt, dass sie sich ärgern über diese Worte, über das, was er gesagt hat. Und Jesus merkt das, er weiß es. Und er sagt zu ihnen, es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Von da an wandten sich viele Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, also die, die immer ganz dicht mit ihm zusammen waren, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Heilige Gottes. Das war etwas, was der Heilige Geist Petrus offenbart hatte. Und Petrus hatte erkannt, jetzt ist eine Entscheidung fällig.
Ich kann nicht mehr einfach so weitermachen wie bisher, sondern ich muss jetzt wirklich mich positionieren, ob ich bei Jesus bleibe oder ob ich weggehe wie die anderen auch. Man muss oft eine Entscheidung treffen. Und es wird auch in der kommenden Zeit darum gehen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Wie weit gehe ich mit? Wie weit folge ich dem Herrn? Wie weit geht mein Vertrauen in ihn? Wird er mich durch diese Erschütterungen, durch diesen Sturm, wird er mich wirklich sicher da durchbringen? Ist er wirklich der Fels, auf dem ich stehe? Ist er das wirklich für mich? Ist mein Fundament so geklärt, dass ich weiß, ja, ich weiß, ich habe geglaubt, ich habe gesehen, ich habe erkannt, er ist der Heilige Gottes und ich werde bei ihm bleiben. Ich bleibe. Wohin soll ich sonst gehen? Wo gibt es sonst eine Hoffnung? Wo gibt es sonst irgendetwas in dieser Welt? Das ist bei uns heute nicht anders, wie das damals für die Jünger auch war oder die Leute, die ihm zugehört haben, die weggegangen sind. Wohin soll ich denn gehen? Wo sind Worte des lebendigen Wassers, des lebendigen Lebens, des Brotes des Lebens, des Brotes, was aus dem Himmel gekommen ist und was ich brauche? Petrus wollte unbedingt bleiben und mit ihm andere auch bleiben bei dem, der ewigen Leben, der ewiges Leben geben kann. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt? Wir wissen, da wo wir laufen, stehen und sitzen und alles, da ist auch immer unser Schatten dabei. Er ist nicht getrennt von uns, weil wir, wenn wir von einem Licht beschienen sind, haben wir immer diesen Schatten. Und so ist es bei Gott auch. Da, wo er ist, sind wir in seinem Schatten. Und er bedeckt uns damit. Dieser Schatten ist nur ein anderes Bild für Flügel oder für diese Bedeckung, die er uns gibt. Und dann gibt es natürlich auch dieses Negative von Schatten oder von Dingen, denen wir uns zuwenden. Wer sich anderen Dingen zuwendet und aus diesem Schatten Gottes heraustritt, wer diesen anderen Dingen den ersten Platz zugesteht, der begibt sich auch unter diesen Schatten der jeweiligen Dinge. Das heißt, er begibt sich unter diesen Schutz, er begibt sich unter diese Macht, unter diesen Einfluss und kann dadurch Schaden leiden. Es muss zu einer Entscheidung kommen. Wir können nicht mehr hinken auf beiden Beinen. Wir können nicht mehr manchmal ja Gott und manchmal naja, vielleicht doch nicht. Manchmal ja, der Herr hat ja gesagt, aber naja, eigentlich weiß ich nicht, ob ich es glaube. Ja, ich wollte ja um Heilung beten, aber jetzt hat er es ja nicht gemacht. So, wir müssen eine Entscheidung treffen, unter welchem Schatten wir sein wollen. In Jesaja 45 lesen wir, wer hölzerne Götzen herumträgt, hat keine Erkenntnis, wer einen Gott anbetet, der niemanden rettet. Macht es bekannt, bringt es hervor, beratet euch untereinander. Wer hat das alles seit langem verkündet und längst im Voraus angesagt? War nicht ich es, der Herr? Es gibt keinen anderen Gott außer mir. Außer mir gibt es keinen gerechten, rettenden Gott. Prüfe, unter welchem Schatten du laufen willst, unter welcher Bedeckung du sein willst. Denn es heißt hier in dem Jesaja-Text, wo hatte ich es gesehen? Warte. In Jesaja 45, Vers 21, da heißt es am Ende, wendet euch mir zu und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst niemand. Entscheide dich ganz neu für diesen Schatten Gottes, für diesen Schutzraum, für diese Bedeckung, die er dir geben will. Eine andere Übersetzung von dem Wort Schatten heißt, wer unter dem Schutz bleibt, unter dem Schutz des Höchsten. Gott bietet uns selber an, dass er wirklich uns seine Obhut und seine Fürsorge gibt. Eigentlich war es so gewesen, dass das zuerst Gottes
Idee gewesen ist. Gott hatte zuerst den Plan, dass er bei seinen Menschen wohnen wollte. Er wollte eigentlich als erstes bei ihnen sein, für immer. Und wenn wir jetzt so an Weihnachten denken, fällt mir gerade ein, das ist es ja, was wir eigentlich auch feiern, dass Gott bei uns ist, dass Gott Jesus geschickt hat, geschenkt hat, dass er immer bei uns ist. Gottes Verlangen nach Gemeinschaft, nach diesem, dass er diese Bedeckung sein wollte, dieser Schutz für die Menschen sein wollte, diese Gemeinschaft mit ihnen haben wollte, das war sein Verlangen und er sagt in 2. Mose 25, ich will in ihrer Mitte wohnen. Gott wollte mittendrin sein. Er wollte alles mit ihnen zusammen erleben. Und das Zelt, was damals gebaut wurde von Mose, wo das Volk Gottes seinem Gott in besonderer Weise begegnen konnte, das war etwas, was Gott akzeptiert hat, dass er dort bei ihnen wohnt. Das Zelt der Begegnung, auf dem diese sichtbare Herrlichkeit Tag und Nacht zu sehen war. Und Gott gab Anweisungen, wann sie ruhen sollten und wann sie aufbrechen sollten. Und er war die ganze Zeit durch die Wüste hindurch bei ihnen. Wenn du jetzt Wüstenzeit hast, erinnere dich daran. Gott ist dabei. Gott ist in deiner Mitte. Er wollte in ihrer Mitte wohnen. Das andere Wort für Schatten oder Schirm war das Wort Bedeckung. Es ist mehr als ein äußeres Zeichen. Es bezeichnet eine der wichtigsten Begebenheiten und, sagen wir mal, Taten, Werke, etwas, was Gott wirklich für die Menschen, bei denen er wohnen wollte, initiiert hat. Es war etwas für die Menschen im alten Bund. Und ich habe Martin gebeten, über dieses Wort Bedeckung im alten Bund etwas uns zu sagen. Zu sagen. Das Wort Bedeckung Yom Kippur. Ja, der große Versöhnungstag Yom Kippur, ja. Das ist etwas, was tatsächlich was mit der Bedeckung zu tun hat. Genau. Du kennst garantiert das Wort Kippa, das ist diese Kopfbedeckung für die jüdischen Männer und das ist im Grunde das gleiche Wort wie mit dem Yom Kippur, der Tag der Bedeckung. Ja. Bedeckung, ja. Im Alten Testament hast du immer nur Bedeckung der Sünden. Ja. Es ist aber nie die Sünde wirklich getilgt worden. Sie wurde nur bedeckt. Sie war nicht weg. Sie wurde nur akzeptiert. Es war ein Tag im Judentum, der höchste Feiertag im Jahreszyklus, wo die Sünde bedeckt wurde. Und dann war das soweit geregelt, die wurde zugedeckt, aber sie war nicht weg, sie war nicht ausgelöscht, sie war nicht vernichtet. So, und das wie ist, wurde sie bedeckt? Ja, sie wurde durch das Blut bedeckt, das von den Opfertieren und so weiter. Beim Yom Kippur ist es, das ist jetzt für zu weit, das ist eine lange Story, wie das genau gewesen ist. Aber es war der Tag, der große Versöhnungstag, der für das ganze Volk wichtig war, weil da ging es darum, dass die Sünde des ganzen Volkes bedeckt ist. Und da gibt es ein Beispiel, was das so ein bisschen beleuchtet. Ja, das ist ein Tisch. Wenn du einen Tisch hast und der hat jetzt einen richtigen Brandfleck von irgendwas, was da mal passiert ist, der ist richtig geschädigt, der ist auch nicht reparabel, der ist hin. Ne? Ja. So, jetzt hast du Gäste, dann wird da eine feine Tischdecke draufgelegt, alles festlich gedeckt. Kein Mensch ahnt, was Bedeckung. Da drunter ist. Das ist eine Bedeckung. Ja. Es ist bedeckt, sieht alles super aus, alles schön, aber der Fleck ist immer noch da. Ja. So, und das ist Altes Testament. Ja. Das ist die Bedeckung der Schuld. Im Neuen Testament ist es so, jetzt im Vergleich, Jesus gibt dir einen komplett neuen Tisch. Amen. Ja? Halleluja. So ist das mit der Bedeckung. Ich liebe dieses Beispiel. Danke. Ich liebe dieses Beispiel von dem neuen Tisch, weil wir hatten genau das mal erlebt, dass da von einem Kerzending war ein Fleck reingebrannt, den konnte man auch nicht wegpolieren, sondern wir haben dann eine Tischdecke draufgelegt und das war Bedeckung. Im neuen Bund, in dem neuen Bund, in dem wir leben, gibt es von Gottes Seite aus einen völlig neuen Zugang, ein völlig neues Ding, eine neue Begegnung, eine neue Beziehung zu ihm. Das ist jetzt auch das Große, was wir zu Weihnachten feiern, der neue Tisch. Es ist
etwas vollkommen Neues aufgeschlagen worden. Es ist ein komplett neues Kapitel gekommen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Mit Jesus ist etwas vollkommen Neues für uns geworden. In dem neuen Bund heißt es, Jesus wohnt in uns. Und darüber spricht 1. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und in Epheser 3, Vers 17 heißt es, durch den Glauben wohnt Christus in euren Herzen, und ihr seid in Liebe gewurzelt und gegründet. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Das ist das, was der neue Bund ausmacht. Das, was das alte war, die alte Bedeckung, ist völlig abgelöst worden. Mit etwas ganz Neuem. Gott bietet uns an, Wohnung bei uns zu nehmen. Er hat Jesus geschickt, dass er als das Fleisch gewordene Wort in uns Wohnung genommen hat. Unter seinem Schirm, unter seinem Schutz, unter seiner Geborgenheit können wir sein. Er, das Wort Jesus selbst, ist bei uns und in uns. Was für ein Angebot, was für eine Zuversicht, was für eine Bedeckung, was für ein Schutzraum, in den ich mich immer bewegen kann, in dem ich sein kann. Ich brauche nicht mehr wegzugehen. Dieser Schutzraum gehört mir und ich darf darin sein. Und viel mehr noch, in Johannes 15, Vers 4 spricht er, bleibt in mir und ich in euch. Hey, das ist der Ruf für dich und für mich jeden Tag. Komm, bleib bei mir, bleib bei mir sitzen, geh nicht weg, bleib bei mir. Und er sagt, bleib in mir und ich bleibe in dir. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und genau um diesen Satz, um dieses Wort geht es eigentlich in diesem Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten bleibt. Und dann gibt es ja diesen Auftakt zu dem Vers, glaube Vers 2 ist es dann, der spricht zu dem Herrn. Hey, das ist unsere Proklamation. Wir sprechen zu dem Herrn. Und wir sagen, das, was er für uns ist, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue, auf den ich hoffe. Und hier geht es um diese große Geborgenheit, um Gott selbst, der uns unter diesen Schatten und unter seine Flügel nimmt. Geborgen sein in ihm, das ist die große Glaubenszuversicht, die auch der Römerbrief beschreibt. Ich liebe diese Stelle von diesem Römerbrief in Römer 8. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel, oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts
Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das waren jetzt Worte, die habe ich gelesen in dieser Neues Leben Bibel. Die klingen etwas anders, als du die vielleicht so vertraut kennst. Wer mag uns scheiden von der Liebe Gottes? So kennen wir das aus dem Luthertext. Und das, was ich gelesen habe, ist aus Neues Leben. Wir dürfen unter diesem Schatten Jesus sein, unter seiner Bedeckung. Und jeder, der sich in diesem Schatten aufhält, unter diese Flügel Gottes kommt, der ist geborgen in ihm. Viele Psalmisten haben diesen Schatten Gottes als ein großes Vorrecht und eine große Wahrheit angesehen. Sie sagen in Psalm 36, Vers 8, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in der Flügel Schatten. Oder im Psalm 63, Vers 8, denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Lasst uns an die Wolke der Zeugen denken und unseren Lauf laufen. Und wir laufen ihn mit diesem Schirm in der Hand, mit dieser Bedeckung oder mit den Flügeln. Wir laufen unter dieser grandiosen, großartigen Zusage Gottes. Ich bin bei dir. Ich verpasse dich nicht. Ich versäume dich nicht. Aber bleib bei mir sitzen. Bleib noch ein bisschen. Bleib doch noch. Wenn wir Besuch haben, der uns viel bedeutet, dann sagen wir, oh, bleib doch noch ein bisschen. Und genau das ist das, was Gott jetzt zu dir sagt. Hey, bleib doch bei mir. Komm zu mir. Verbring Zeit mit mir. Sprich mit mir. Sei mit mir im Austausch. Ich will dich trösten. Ich will dich ermutigen. Ich will dir Worte der Wahrheit, der Weisheit und der Erkenntnis schenken. Ich will dich ermutigen, erquicken und erfrischen. Wenn du mich anschaust, wirst du nicht mehr von den Ängsten in der Welt geplagt werden, sondern dein Herz wird Freude finden. Dein Herz wird belebt werden. Denn Erfrischung kommt vom Angesicht des Herrn. Du wirst gespeist aus diesem lebendigen Wasser, aus dieser Quelle, die immer und immer und immer fließt. Und sie fließt für dich. Sie fließt gerade jetzt in dein Leben, in dein Herz, in deine Situation. Lass dir das nicht vom Feind wegnehmen, sondern bewege dich immer in diesen Schutzraum. Bewege dich da rein und lass uns dran denken, wir haben hier einen Lauf zu laufen und wir werden diesen Lauf gut laufen und wir nehmen diesen Schirm mit, diese Bedeckung und diesen Schatten und diese Flügel und wir sind mit dem Sohn Jesus, mit dem Vater im Himmel und mit dem lieben Heiligen Geist so eng verbunden, wie es nur irgendwie geht. Wir werden immer dichter mit ihm zusammengeschweißt. So wollen wir jetzt zum Abschluss miteinander beten und wollen das nochmal proklamieren, dass wir in diesem Schutz bleiben, dass wir sitzen bleiben, dass wir andauernd bleiben und dass wir das wirklich lieben und schätzen und dafür danken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dir das eigentlich ausgedacht hast. Du hast es eigentlich gewünscht, es war auf deinem Herzen, dass du in unserer Mitte wohnen wolltest. Du wolltest bei deinen Menschen wohnen, die du geschaffen hast als dein Ebenbild. Du wolltest bei ihnen sein und bei ihnen wohnen. Und du hast uns Jesus gesandt, dass er in uns wohnt, in uns bleibt. Dass er in uns ausgegossen ist, dieser liebe Heilige Geist in uns ausgegossen, dass wir in die Wahrheit kommen, dass wir in Leitung kommen, gerade in dieser bedrängten Zeit, in die wir gekommen sind. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns leitet, der uns führt, der uns vorangeht, dass wir ihm folgen, dass wir sicheren Auftritt haben, dass wir nicht ausgleichen, dass unsere Schritte nicht wanken, dass wir unsere Schritte nicht an einen Stein stoßen. Wir brauchen diese Bedeckung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Herr, dass du das großzügig für deine Kinder geschenkt hast.
jedes deiner Kinder nimmst du wie eine Henne unter ihre Flügel. Yes. Das ist dieses Wort im Alten Testament. Wir ehren dich. Ja. Wir danken und wir freuen uns über diese besondere Geschenk. Ja. Yes, Herr, und wir preisen dich, wir ehren dich. Wir danken dir dafür, dass du gesagt hast, dass du kommen wirst. Wir danken dir dafür, dass du die Macht und die Autorität und die Kraft in deinen Händen hältst. Wir danken, dass du der Gott bist, der die Gewalt hat und dass dieser Felsen, der in Bewegung ist, dieses Weltsystem zermalmen wird. Herr, und in der Zeit, in der wir jetzt sind, in dieser Bedrängnis, in der viele Menschen sind, sprechen wir aus. Wir schauen auf dich. Wir bleiben in dir. Wir konzentrieren uns auf dich. Du bist unser Trost. Du bist unser Herrscher. Du bist unser Retter. Du bist derjenige, mit dem wir in Ewigkeit verbunden sein werden. Und die paar Jahre, die jetzt vor uns liegen, die vielleicht stressig sind, wir schauen auf dich. Amen. Und wir werden an deiner Hand hindurchgehen. Wir bleiben in dir. Ja, wir gehen mit dir. Wir sind ganz nah an dir. Wir lassen nicht zu, dass da was dazwischen kommt. Wir lassen nicht zu, dass Sorge dazwischen kommt. Wir lassen nicht zu, dass Angst dazwischen kommt. Wir lassen nicht zu, dass da irgendwelche Mächte dazwischen kommen. Wir lassen nicht zu, dass da irgendetwas, was bedrängend auf und an unser Herz greifen will, dazwischen kommt. Herr, und wir berufen uns darauf, dass du gesagt hast, dass du dieses Weltsystem, was so böse und verdorben ist, dass du es überwinden wirst und dass du dein Volk herausholst und dass du etwas schaffst, was wirklich von dir ist. Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Und ein Gebet, was wir von ganzem Herzen haben, ist, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt in einer neuen und mächtigen Art und Weise. Wir brauchen eine Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen Zeichen und Wunder und Krafttaten und wir brauchen das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, was wir in der Urgemeinde finden. Wir brauchen es mehr denn je. In der Phase, in der wir gehen, brauchen wir diese Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir können nicht so weitermachen mit irgendwelchen Kirche spielen oder Gemeinde spielen oder irgendwie so ein Wischiwaschi-Christentum. Es ist keine Zeit mehr dafür, sondern wir brauchen diese Erfüllung mit dem Geist, diese Salbung mit dem Geist, dieses Vorangehen mit dem Geist in dieser Phase. Jeder Einzelne von uns. Und ich bete dafür, Herr, dass du uns als dein Volk zusammenrufst, zusammenstellst, neu salbst, neu einfach mit deiner Gegenwart erfüllst. Ja. Wir berufen uns auf das, was du in der Urgemeinde getan hast und in der Kirchengeschichte immer und immer wieder getan hast. Und wir wollen es wieder sehen und wir werden es wieder sehen, weil du es verheißen hast. Immer und immer wieder. Durch die Worte der Propheten. Bossa kabashia kalabadai. Kambosia karasso kabaduja. Yes. Du hast gesagt, mein Kalamanuja kasambo matai. Ja. Und wir werden patia kashambo. Wir werden diesen Glauben vertiefen. Ja. Wir werden unsere Fundamente tiefer machen. Yes. Wir werden Kolamasambo masia kabarasso kabadia. Wir werden auf diesem Felsen Christus stehen. Amen. Und es Kambo wird masu kalamanaja kasia patoja kasai. Bleiben in dir, an dir, mit dir. Yes. Wir bleiben in dir. Wir haben uns entschieden. Kein zurück. Kein zurück. Kein zurück. Kein zurück. Kein zurück für dich. Kein zurück in irgendwelche Dinge, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Wir brauchen dieses Entschlossensein, mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Gerade in dieser Situation, in der wir uns in Europa befinden. Wir brauchen dieses Fokussiertsein auf den Herrn, dieses Konzentriertsein auf den Herrn. Wirklich von ihm alles erwarten. Und ich bete von ganzem Herzen für diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Eine neue Geistestaufe, eine neue Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Eine neue Belebung. Ja, ein Pfingsten. Schau, in der Urgemeinde hatten die so viel Bedrängnis von außen, so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme. Das ganze System hat sich so aufgebläht, deshalb ist Jesus gestorben, weil das System ihn umgebracht hat. Ne? Und in diesem System waren die alle drin. Und dann kam die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und sie sind aufgestanden als kühne Zeugen. Und wir brauchen das Ding heute mehr als je zuvor. Wir können nicht so weitermachen auf dem Level. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir können, so werden wir die Gesellschaft nicht erreichen können. So werden wir die Menschen, die jetzt in den nächsten Jahren, wir werden sie nicht erreichen können. Und die Zeit läuft ab. Wir brauchen dringend diese Erfüllung mit dem Geist. Yes. Und das ist das, in ihm bleiben. Mit unter dem Schutz bleiben, unter dem Schirm bleiben. Ja. Nicht irgendwelchen Blödsinn machen, sondern auf ihn fokussiert sein. Und das ist es, was unser Herzenswunsch ist. Für jeden Einzelnen, der zuschaut, für jeden Einzelnen, der das Video sich ansieht, dass er diese Berührung mit dem Heiligen Geist empfängt. Ja, das ist es, worum es geht. Ja, im Namen Jesus Christus, öffne einfach mal jetzt dein Herz. Ja, öffne einfach mal dein Herz. Und wir sprechen aus, Herr, dass du dich jetzt erbarmst über jeden Einzelnen, der einfach ein offenes Herz hat, ein offenes Verlangen hat. Und wir sprechen aus, eine tiefe Herzensberührung von dir. Yes, berühre jeden Einzelnen. Genau.
Lass deine Hand auf jedem Einzelnen liegen. Komm mit deinem Feuer auf jeden Einzelnen. Berühre sein Herz. Berühre seine Verletzung, seine Not, seine Situation. Komm hinein in den Mangel, in die Not, in die ganze Situation. Und schaffe einen Ausweg und schenke gleichzeitig etwas Neues. Eine Kraft. Ja, dass in der Weisung und des Geistes und der Kraft es vorwärts geht. Gib Mut zum Zeugendienst. Und gleichzeitig bete ich für Dinge, die in deinem Leben freigesetzt sind, dass du vorwärts gehst, Leute heilst, dass du vorwärts gehst, das Wort Gottes verkündest, dass du vorwärts gehst und prophetisch redest, dass du vorwärts gehst, Dämonen austreibst, dass das etwas ist, was der Herr dir schenkt. Einfach wegen dieser Erfüllung des Heiligen Geistes. Das kannst du nicht dir erarbeiten. Das ist nur etwas, was du empfangen kannst vom Herrn der Herren und vom König der Könige. Und wir glauben, weil die Zeit abläuft, dass der Herr das wiederherstellen will, dass er genau das für dich und mich hat. Ich möchte auch gerade für die Leute beten, die so sehr unter Druck gekommen sind mit Angst und Befürchtungen, dass, Herr, du dich um sie in besonderer Weise kümmerst, dass du ihnen heute Nacht Bilder und Visionen zeigst, wie du sie ummantelst, einhüllst, wie in eine weiche Decke, dass du wirklich sie hineinnimmst in diesen ganzen Schutzraum, in diese Geborgenheit bei dir, dass die Dinge der Seele und der Psyche und diese angegriffenen Emotionen, dass die geheilt werden. Ja, Amen. Dass du diese Leute, die so sehr darunter unter Druck gekommen sind, dass du ihnen schenkst, dass sie wie unter ihren Füßen diesen Felsenboden spüren. Amen. Dass sie wirklich dieses Bild und diese Offenbarung haben. Ich stehe auf festem Grund. Ja. Es wird mich nichts wegtragen. Kein Sandboden. Es wird keinen Sandboden geben. Hm. Es wird mich keine Erschütterung von diesem Felsengrund wegtreiben. Amen. Wir proklamieren, dass das jetzt kommt, dass jetzt Heilung in deine Psyche und in deine Seele kommt. Ja. Dass du diese Sorgen und diese Probleme ablegen kannst. Dass du diese Befürchtungen und Ängste ablegen kannst. Und dass du dich unter diese Bedeckung Gottes ganz neu begibst. Amen. Eine neue Entscheidung. Ja. Wohin sollte ich gehen? Ich habe erkannt, dass du Worte des ewigen Lebens Amen. Hast. Und ich habe erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, und ich spreche aus über dir. Wenn du jetzt Angst hast vor dieser Weihnachtszeit, wegen dieser Bedrängnis, vielleicht weil du allein bist, vielleicht weil da irgendwelche Sachen unklar sind mit deiner Verwandtschaft, vielleicht weil du einfach diesen tiefen Schmerz hast, weil es dieses Jahr so ist, wie so es anders. Ist. Ja, wir beten dafür, dass dieses Weihnachten etwas wird, wo der Herr der Herren und der König der Könige dir in besonderer Weise begegnet. Ein Weihnachten, wo Gott etwas für dich hat. Amen. Er hat was für dich. Amen. Er will dir etwas schenken, was wirklich ein ganz anderes Level hat. Geh nicht mit Trauer in diese Weihnachtsphase. Geh nicht mit dieser tiefen Bedrückung in diese Weihnachtsphase, sondern erwarte etwas vom Herrn der Herren und erwarte etwas von Gott. Ja. Er hat etwas für dich. Wie unser Spruch ist, Gott hat mehr für dich. Yes. Geh mit dieser Phase heute, morgen, übermorgen, jeden Tag hinein, sag, Herr, du hast mehr für mich. Heute will ich von dir empfangen. Heute möchte ich von dir was sehen. Heute, heute, heute. Ja, er hat mehr für dich. Empfang jetzt mehr von Gott. Öffne dein Herz, sag, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich brauche Erfrischung. Ich brauche Segen. Ich brauche Erfüllung. Ich brauche einfach was. Die Nachrichten sind so fürchterlich. Das System ist so fürchterlich. Dieser beklemmende Griff ist so fürchterlich. Ich bin hier wie in diesem System, was nach das im Herz greift und in Angst und Fesseln und Sorgen fesseln will. Und das lass nicht zu, sondern sag, Herr, egal was läuft, ich schaue auf dich und du wirst mir mehr geben. Du wirst mir mehr geben. Du wirst mir mehr geben. Ich werde aufsteigen. Ich werde vorwärts kommen. Du wirst mir mehr geben. Du hast mehr für mich. Und du wirst empfangen vom Heiligen Geist. Du wirst vorwärts gehen. Und Dinge, die jetzt noch undenkbar sind, werden denkbar werden, auch in deinem Leben. Ja. Schau, das, was heute unser Leben ausmacht, im Natürlichen, war vor einem Jahr komplett unvorstellbar, undenkbar. Ja. Wenn dir das jemand gesagt hätte, hätte er gesagt, du bist ein Vollidiot, wenn du sowas beschreibst. Das, was heute unser Leben ausmacht, war vor einem Jahr undenkbar. Das Gleiche kann der Herr auch im Positiven tun. Das Gleiche kann der Herr auch im Guten tun. Du musst einfach nur die Erwartung haben. Das, was heute noch undenkbar ist, morgen ist es da. Was heute noch unglaublich ist, morgen ist es da. Und das beten wir. Das beten wir für dich. Das beten wir auch für uns. Ja. Und wir erwarten diese Berührung und Bewegung und den Segen Gottes im Namen Jesus Christus. Yes. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Halleluja. Gott hat mehr für dich. Yes. Amen. Yes. Yes. Sei bereit, es zu empfangen, gerade in der jetzt vor uns liegenden Zeit. Genau. Halleluja. Amen. Amen. Yes. In dem Sinne, es war super mit euch. Genau.
Wir hoffen, dass ihr nächsten Freitag wieder dabei seid und seid gesegnet. Gott hat mehr für dich. Shalom. Ciao, ciao. Ciao, Blessings.